Ich gehe gerne im Wald spazieren, wie viele Deutsche das gerne tun. Warum sind wir so gerne im Wald? Es ist Erholung, es ist nachgewiesen, die Bäume geben uns, auch wenn es ein gesunder Wald ist, geben uns Stoffe, Antibiotika und Antidepressiva. Und der Wald ist auch ein schönes Symbol dafür, wie wir uns von der ÖDP eine gesunde Wirtschaft vorstellen. Nämlich, das ist eine Kreislaufwirtschaft. Die Natur ist verschwenderisch, sie ist großzügig, aber es wird nichts vergeudet. Hier von diesem verfaulten, toten Baum leben andere Tiere, man sieht es, und andere Pflanzen. Der Farn ist auch Nahrung, oder zieht die Nahrung aus dem Baum. Oder man sieht hier auch im Wald schön das langsame Wachstum. Die großen Erwachsenenbäume, sie versorgen die anderen mit Nährstoffen und sie lassen sie nur langsam wachsen. Das ist nicht fies, sondern das ist gut, weil sie dadurch stabiler, kräftiger und länger leben werden. Und das passt auch zu unserer ÖDP-Programmatik, dass wir sagen, wir sind wachstumskritisch. Es kann nur ein gesundes Wachstum geben.